Ich habe bestimmt tausende Mal ähnliche Sätze wie diese gehört. Wohin? Ich hatte Schwierigkeiten mit meinen Hölzern. Also ich habe die wirklich ein paar Stunden trainiert und ich habe es hinbekommen. Ich konnte mein Holz 3 vom Boden schlagen. Das war klasse. Aber du glaubst es nicht, mein Eisen ging dann danach nicht. Ich konnte die Grüns nicht treffen. Die paar 3s waren eine Katastrophe. Oder ich höre, endlich habe ich meine Eisen getroffen. Ich treffe den Ball in der Mitte und nicht an der Hacke. Und das macht mich so glücklich, aber leider kann ich nicht mehr vom Abschlag aus. Mein Driver geht nicht. Und das ist übrigens der Fall mit Rory gewesen. Rory McIlroy, der war mein Favorit für dieses Wochenende. Es wird The Players Championships gespielt. Und seine Drives waren gut, aber seine Eisen waren schrecklich. Seine Pitches, seine Längenkontrolle, so durcheinander. Er hat selber gesagt, er hat jetzt ganz viel mit Driver geschlagen, weil er mit Bryson DeChambeau gesprochen hat und er möchte jetzt unbedingt schneller schwingen. Unglaublich, dass sowas auch ein Profi passieren kann. Aber er selber sagt, ich habe zu viel mit Holz gespielt und ja, das hat mein Eisen beeinflusst. So, warum ist es so eine Herausforderung, das gut zu tun? Ich habe mein Holz 3. Und dann gleichzeitig die Eisen, die mittlere und längere Eisen, satt zu treffen. Oh, jetzt brauche ich einen Probeschwung. Oder 2. Die Gründe, warum man beides oft nicht gleichzeitig gut kann, sind die folgenden. Nummer 1, es geht sehr, sehr wichtig mit dem Stand los. Also der Leihwinkel wird automatisch dafür sorgen, wenn ich die Sohle flach auf dem Boden habe, dass ich gebückt bin mit meinen Eisen und aufrechte mit meinen Hölzern. Nur wenn ich gebückt stehe, werde ich automatisch bessere Chancen haben, den Schwung so zu starten. Okay, so ein steilerer Rückschwung wird normalerweise dazu führen, dass mein Abschwung auch steiler ist. Das ist gute Nachricht, wenn ich ein kurzes Eisen in der Hand habe. Aber was ist, wenn ich mit dem Holz spiele? Ich habe tagelang Eisen geübt. Plötzlich habe ich mein Holz 3 oder Holz 5 in der Hand, stehe immer noch so gebückt, schwinge steil. Naja, da kannst du dir vorstellen, was passieren könnte. So mit Holz, die aufrechtere Haltung wird dir helfen, mir um deinen Körper zu schwingen. Das sollte mehr eine Rotation sein. Und dann mit den Eisen, da du gebückt bist, ist es gut, wenn du darauf achtest, dass deine linke Schulter mehr nach unten zeigt, vom Gefühl her mehr zum Ball. Der zweite wichtige Punkt ist Rückschwunglänge und Geschwindigkeit. Also ich kenne sehr, sehr wenige Golfer, die nicht kürzer ausholen mit den Eisen als mit den Hölzern. Nur ein kürzer, kompakter Rückschwung mit den Eisen ist ganz gut und hilft ihr für satte Eisenschläge. Aber um erfolgreich mit den Hölzern zu sein, ist es meine Erfahrung, dass eine gute Drehung sehr notwendig ist, um einen guten Abschwung zu machen und den Ball mit dem richtigen Eintreffwinkel zu schlagen. Eine gute Drehung mit dem Holz wird auch länger dauern. So, du siehst, da es könnte Timing-Probleme geben. Man hat die ganze Zeit kurz und zügig geschlagen, als man mit Eisen geübt hat. Dann macht man es automatisch mit dem Holz und dann, ja, das klappt nicht. Und es kann natürlich auch genau andersrum sein. Und dann, wenn wir Golfer oder viele von uns
ein Holz oder ein Drive in der Hand haben, dann schwingen wir automatisch schneller. Wir wollen den Ball weiter schlagen. Das klappt vielleicht, aber das ist wirklich von Vorteil, wenn du ein Eisen in der Hand hast und dein Grün ist 130 Meter entfernt. Dann vielleicht lieber mal einen Schläger mehr zu nehmen und so ruhig wie möglich schwingen, damit man das Ziel treffen kann. Jetzt der letzte Punkt ist sehr wichtig. Es geht um Eintreffwinkel. Wenn ich Eisen in der Hand habe, ich habe den Ball mir in der Mitte der Füße, ich möchte den Ball und dann den Boden treffen. Meistens schlägt man mit einem schönen Divot, man verlagert das Gewicht, man möchte den Ball so richtig Backspin geben. Das ist super für Eisen, aber wenn ich einen Langschläger in der Hand habe, wo ich brauche einen Ball, wird ein zu steiler Eintreffwinkel dafür sorgen, ich mache mal einen Schlag, ich werde jetzt mit einem Eisengefühl dieses Holz schlagen. Ja, ein kleiner Divot. Aber dieser Ball hat sehr viel Rückwärtsstrahl gehabt. Und oft, du kennst es vielleicht auch, der Ball startet dann zu hoch und ich verliere eher Länge. So, wenn du, nachdem du viel Eisen geübt hast, wieder ein Holz in der Hand hast, versuch mal dieses Punchen, dieses tiefe Divot-Gefühl eher zu lassen und eher darauf konzentrieren, dass die Sohle des Schläges den Boden berührt. So eine Zusammenfassung. Die gebückte Haltung ist sehr wichtig. Und das wird entscheidend sein, für wie steil du den Rückschwung machen solltest. Eisen, linke Schulter mehr nach unten. Hölzer mehr um den Körper, mehr eine Rotation. Es ist gut, wenn du deinen Rückschwung mit den Eisen kompakter lässt, aber mit den Hölzern möchtest du dir Zeit geben, eine schöne, volle Drehung zu machen. Die Geschwindigkeit, die schnelle Geschwindigkeit mit dem Driver muss nicht sein mit den Eisen. Schwing lieber weicher, treffe Grüns und dann Eintreffwinkel. Es ist gut, wenn du Divots schlägst mit den Eisen, aber mit den Hölzern möchte man den Boden mehr mit der Sohle des Schläges treffen. Vielen Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, dass in der Zukunft du jetzt wirklich wissen wirst, worauf du achten musst, damit du gleichzeitig beide Hölzer und Eisen gut schlagen kannst.